und willkommen zu meinem Vortrag. Ich werde heute einiges über Django erzählen, auch im Kontext zu, ja, ich arbeite viel für Startups, darum kommt der Teil auch immer wieder aus der Startup-Welt hinein, wo halt viele persönliche Empfehlungen oder was ich in meinen Jahren als Mitarbeiter in Startups auch gelernt habe, im Kontext mit Django auch einfließen wird. Kurz zu mir. Ich bin Django Freelancer seit 2008 und ich bin auch Mitbetreuer vom Django Meetup Vienna. Was ist Django? Wir hatten schon Vorerfahrung, nur kurz einmal, kurzer Show of Hands. Ja, okay, passt. Dann war ja eigentlich nicht viel dazu sagen. Es ist eben im Vergleich zu dem, was man vorher mit dem CMS-Battle auch gehört hat, ist es vielmehr eben nicht an Content-Editoren gerichtet, sondern wirklich an Webentwickler und ja, die wirklich auch mit Code arbeiten und nicht irgendwie nur ein Interface zum Klicken. Somit ist es eigentlich, ja, hat es nichts mit einem CMS zu tun. Was ihr erwarten könnt heute ist eben, also es ist ein mehr oder weniger Django-Intro-Überblick über alle Features für Webentwickler im Allgemeinen, für Button-Entwickler, die irgendwie Django sich genauer anschauen möchten, ja, und allgemein für Entwickler. Ich werde versuchen, viele Tipps eben aus meiner Praxis irgendwie zu geben und viele persönliche Meinungen. Also es gibt ja wie so oft in der Technik auch mehrere Wege, wie man ans Ziel kommt, und ich werde versuchen oder werde meine Meinung oft kundtun, ohne dass ich jetzt viele Optionen auch aufzeige. Als rundherum jetzt für die Demo, wenn wir die fiktive Startup betrachten, das sie Whiteheads nennt, die Security-Lösungen für Webentwickler anbieten wollen, automatisierte Scans, und es hat insofern auch einen Connex zu meinem jetzigen Projekt, das auch in einer ähnlichen Branche arbeitet, auch in Security, wo es auch eben automatisierte Tests geben soll. Die drei Aufgaben, die ich versuchen werde zu erfüllen jetzt innerhalb von dem Talk, wäre: erste Aufgabe, in einem Startup typischerweise Landingpage bauen. Zweite ist, von der Landingpage irgendwelche Interessenten mit einem Sign-up-Formular abgreifen für das Startup. Und der letzte Punkt, eine ganz einfache API bauen, wo dann eben die Security-Leute im Startup ihre Ergebnisse mehr oder weniger dagegen pushen können. Es ist ja sehr, sehr vereinfachte API, wie gesagt, aber soll zeigen, wie leicht man eigentlich mit Django eben auch APIs bauen kann, was eine regelmäßige Anfrage ist, auch in Verbindung mit irgendwelchen Frontend-Entwicklern, die dann wirklich auf API-Schnittstellen zugreifen wollen. Landingpage, kurzer Ausflug in was ist eine Landingpage? Landingpage ist typischerweise eben eine einzelne Seite, ist eben für Startups oft auch der erste Punkt, wie man auftritt. Und wo man sich Gedanken darüber machen kann, welche Features bieten wir an, was sind die Personas, die wir ansprechen wollen, und ja, im Endeffekt gibt es eben dann meistens ganz oben auf der Seite einen Claim und einen Call to Action, sprich oben kurzer Text, was ist die Vision vom Produkt, wo sie meistens die auch wiederfinden soll, der das Produkt kaufen kann, und dann irgendeinen großen fetten Button, der zu dem hinführen soll, was man eigentlich erreichen will. Das ist typischerweise entweder, wenn man schon ein Produkt hat, dass man das Produkt kauft und sich anmeldet, oder bei unserem Beispiel jetzt reicht es eigentlich schon, dass die Daten hinterlassen, damit wir sie über E-Mail dann verständigen können einmal später. Dann gibt es meistens auf einer Landingpage noch drei Features runter, und zu guter Letzt gibt es dann meistens noch Testimonials, sprich Zitate von Kunden oder irgendwen oder Zitat, das irgendwie zum Produkt irgendwie dazu passt, und nochmal einen abschließenden Call to Action. Ja, ganz allgemein aus der Startup-Erfahrung heraus ist oft auch, oder wäre mein Tipp und Hinweis, dass man auch die Nicht-Techniker bzw. den Auftraggeber auch in die Pflicht nimmt und wirklich zuerst mit einem Textdokument anfängt und wirklich da den Fokus drauf legt, bevor man in die Implementierung auch geht. Und da halt wirklich
zuerst schaut, dass man die Copy richtig hat, dass die Copy dem entspricht auch, was die Zielgruppe für Wörter benutzt und nach was die eigentlich sucht beim Produkt und erst dann irgendwie ins Layout, die Illustration oder in die Implementierung geht. Außerdem auch generell würde ich für Landingpages auch im Startup-Kontext immer empfehlen, dass man da auch auf Hosted Solutions für Landingpages zurückgreift. Die können das typischerweise besser und dann kann man sich mit der Django-Implementierung auch auf die Dinge konzentrieren, die dann wirklich das Produkt ausmachen. In dem Fall würde ich eben sogar wirklich für Landingpage ist WordPress auch ein super System. Da kann sich jeder das gut zusammenklicken und wenn man da irgendeine Hosted WordPress Solution nimmt, hat man relativ schnell einen Auftraggeber zufriedengestellt und braucht noch nicht einmal irgendwas entwickeln. Ja, Grundstartposition, wenn ich für Django-Entwickler habe, werde ich das weglassen. Kurz zwei Links. Der Python Guide ist super und ist ein super Einstiegspunkt, auch der genau beschreibt, wie man sich ein super schönes Environment für Python für sein Zielsystem, für sein eigenes System zusammenstellt und enthält wirklich extrem viele gute Best Practices und ist auf jeden Fall sehr lesenswert. Ich würde auch PyCharm als Entwicklungsumgebung empfehlen und zu guter Letzt, weil es auch schon in vielen Teams vorgekommen ist, dass es immer wieder die Coding-Style-Diskussion gibt und da bin ich der Meinung, dass man einfach das Pipette so wie es ist übernehmen muss, soll und nicht irgendwie herumdiskutieren, dann ist der Code einfacher lesbarer und braucht man eigentlich auch nicht groß herumdiskutieren. Django Environment, wie setzt man es auf? Das Packaging-System ist pip. Pip install Django und dann kriegt man eben in seiner Konsole eben den Befehl Django Admin py zusätzlich. Mit dem kann man ein neues Projekt starten, in dem Fall Start Project Whitehead und Manage py Run Server startet im Hintergrund dann auf Port 8000 schon den ersten Server und man bekommt sowas in der Art als Startseite. Kurzer Ausflug. Zu den Servertypen, es gibt eben typischerweise viele aus der PHP-Welt auch kommen oder in der PHP-Welt starten. Da ist der typische File-Server als Auslieferungsserver missbraucht, auch um dynamische Daten auszuliefern. Ja, Apache und Nginx sind da die großen Vertreter. Und Vorteil davon ist, dass es sehr einfach zu konfigurieren ist, sehr üblich und PHP ist eben die große Technologie, die sich direkt da hineinpflanzt über Module und dann statische Dateien dann versucht oder interpretiert als PHP-Skripten. Und auf der anderen Seite gibt es das Application-Server-Konzept, das eben wirklich einen eigenen Prozess startet, beziehungsweise mehrere Prozesse und auf einem bestimmten Port als HTTP Protokoll horcht und da dann die Antwort nach rausspielt. Typische Vertreter sind da eben in der Java-Welt Tomcat oder eben in der Python-Welt auch JUnicorn. Und da ist es eben nicht so, dass man dem Server wirklich einfach nur Files gibt, sondern im Idealfall ist da irgendeine Applikation dahinter, die in einem bestimmten Format, also da gibt es in der Python-Welt eben einen Einstiegspunkt und der Rest ist eigentlich dann über das Framework vorgegeben, aber es sind jetzt eben nicht Files, die irgendwie ausgeliefert werden vom Applikationsserver. Sicher. JUnicorn einen Vorteil gegenüber Tomcat, weil der ist ja doch sehr verbreitet. Tomcat ist die Java-Welt und JUnicorn ist eben Python, also es ist einfach eine andere Technologie. Tomcat kann man nicht verwenden für. Nein. Also es macht das Gleiche und es ist einfach in einer anderen Technologie geschrieben. Tomcat ist auf Java basiert. Nachteil sicher von dem Applikationsserver-Konzept ist, dass es schwerer für Beginner zu verstehen ist und durchzublicken. Vorteil ist eben, dass es ist bei den File-Servern relativ viel über Konfigurationsfiles zu machen, die dann wieder eben
beim Deployment schwierig sind, wie man das aktualisiert bzw. eigene Problematiken aufwirft. Die URLs sind bei PHP zum Beispiel, wie, wenn man Beautiful URLs haben will, muss man auch das über HTAccess-Files und dergleichen reinhacken. Das Ganze ist eigentlich dann über Applikationsserver schöner zu lösen. JUnicorn als Applikationsserver zu installieren ist auch relativ einfach. Das sieht man, ja, und der erste Befehl ist installieren und unten ist dann, wie man es aufruft. Das ist eben der Einsprungspunkt von meiner Beispielapplikation. Meine Beispielapplikation ist übrigens auch zu finden, also da ist ein Link, den man relativ schlecht sieht. Aber es ist auf jeden Fall auf GitHub auch die Beispielapplikation zum Sehen und da zum Durchschauen. Was wichtig ist, das Manage-PY-Run-Server, was wir ganz am Anfang gesehen haben, wo man auch die Startseite gesehen hat, ist wirklich nur ein Debug-Server, ist nicht empfohlen, dass man das als Produktionsserver betreibt und deshalb eben auch JUnicorn als einfache, also da gibt es auch mehrere Varianten, mehrere Applikationsserver und JUnicorn ist meiner Meinung nach einer, der sehr leicht zu verstehen und zum Starten eigentlich ja ist. Beginnen wir, oder jetzt haben wir mal das Grundsetup und wenn man jetzt eine Landingpage implementieren will, Django ist auch in Apps gegliedert, würde man eben mit Start App Landingpage dann so eine einfache Dateistruktur, die man da herüben schlecht sieht, bekommen. Und im Wesentlichen, das sind die drei Hauptfiles, die immer bei jeder Applikation wichtig sind. Also auf der einen Seite ist das urls.py, das ist sozusagen der Einsprungspunkt, wo ich definieren kann, welche URLs will ich haben. Und für jede URL definiere ich dann auch in einer View-Funktion im views.py definiere ich eine Funktion, wo er hinspringen soll. Wenn diese URL aufgerufen wird, ruft genau die Funktion auf. Und typischerweise eine Funktion in views.py rendert mir dann ein HTML-File und übergibt dem HTML-File einen Kontext. Kontext ist typischerweise einfach ein Dictionary mit Daten, die ich aufbereitet habe, damit ich es beim Rendern dann ausgeben kann. Generell zur Templating-Language, die ist bei Django absichtlich sehr einfach gehalten. Das ist auch oft Kritikpunkt von Leuten, die aus PHP kommen bzw. anderen Technologien und die dann auch gern das austauschen durch Jinja 2 oder andere Templating Languages. Also kann man machen, ist die Kurzversion, dass man auch die Templating Language austauscht. Meiner Erfahrung nach ist es eigentlich auch ein Vorteil, dass es sehr einfach gehalten ist und auch für Leute, die in Django neu beginnen, schränkt es positiv eigentlich ein und man kann nicht so viel Unfug anstellen, wenn es ein einfacher Template-Language gibt. Sonst von der HTML-Seite würde ich auf jeden Fall für auch wieder in dem Startup-Kontext empfehlen, wenn man Landingpage oder irgendwas baut, auf Bootstrap oder irgendein andere HTML-Framework aufbauen. Neben den Template-Files, die eben wirklich dynamisch gerendert werden, gibt es dann auch noch Static-Files. Das sind typischerweise Bilder, CSS-Dateien, JavaScript-Dateien. Diese Dateien werden dann eben vom System, alles was in Punkt Static oder im Folder Static drinnen liegt, wird typischerweise dann nicht interpretiert vom Python-Code, sondern rein ausgeliefert, so wie es typischerweise ein File-Server macht. Den Folder Static greift Django insofern so an, dass es eine Collect-Static-Funktion gibt. Das heißt, ich kann aus mehreren Apps kann ich auch Static-Files ablegen und die alle zusammenholen. Und es kann auch noch einen sehr netten Trick eben auch, dass zu jedem File, den es aus einem Static-Folder herausholt, die Datei hasht und einen Unique-Hash dranhängt. Das hat den Vorteil, dass wenn ich in Produktion irgendeine CSS-Datei verändere, das dann deploy und auf der Produktion irgendwelche lange Cache-Zeiten eingestellt habe, werde ich nie in die Problematik mit der Funktionalität von Django hineinlaufen, dass ich irgendwelche alten gecachten Files, sondern End-User ausliefere. Das funktioniert so, dass ich im Template-Code muss ich nur mit dran halten, dass ich eben nicht
rein das absolut referenzierte File, sondern ich baue es eben mit diesem Template-Text-Static an und dann wird automatisch in der Produktion da hinten der File-Hash dazugehängt vom entsprechenden File. Führt aber auch dazu, dass ich beim Deployment auch den zusätzlichen Befehl collect-static aufrufen muss davor. Es gibt bei Django auch viele andere Projekte, die auch nur mehr machen, wie eben nur ein File-Hash dranhängen. Zum Beispiel die CSS-Dateien oder LESS-Dateien auf CSS konvertieren, JavaScript-Dateien zusammenhängen, minifieren. Meine Empfehlung dazu ist, oder was ich in den letzten Jahren eigentlich immer mehr mache oder recht glücklich bin damit, ist, dass ich die Frontend-Toolchain übernehme von den Frontend-Leuten, sprich mit einem Gulp, Webpack oder Grunt mir die CSS-Dateien bauen lasse, die JavaScript-Dateien bauen lasse, die ich verwenden will und im Template von Django referenziere ich wirklich nur auf das File, das über die Frontend-Toolchain gebaut worden ist. Und Django hängt mir eben dann nur den Hash an und ich greife nicht mehr damit an eigentlich. Hosting ist sicher auch ein schwierigeres Thema im Vergleich zu anderen Technologien, weil man eben nicht eben diese Standard-File-Server-Technologie verwenden kann, soll, sondern man einen Applikationsserver braucht, was dazu führt, dass man schon mal einen Hoster suchen muss, wo man wirklich echten SSH-Zugang bekommt, wo man eigene Prozesse starten können muss. Bin recht zufrieden von so der traditionellen, oder da gibt es dann die zwei Wege, traditionelle und Plattform as a Service. Traditionell ist wirklich, wo ich meinen eigenen Server Zugriff drauf habe und eigentlich alle das ganze Deployment und die ganze Infrastruktur mir selbst auf einen Server einrichte. Vorteil von dem ist, dass typischerweise um einiges billiger ist als irgendein anderer Plattform as a Service Anbieter. Nachteil ist natürlich, dass ich mehr selber machen muss, beziehungsweise wenn ich das schon sowieso einmal aufgebaut habe, hat es wieder den Vorteil, dass ich viele Sachen übernehmen kann. Ein Hinweis, eben WebFaction ist auch ein Anbieter, den ich recht mag und der eigentlich die ganzen Aufgaben für Python, oder die kommen auch von der Python-Hosting-Welt, ist eine englische Firma und ja, falls wer da auch erst einsteigen will, das ist der Hinweis dazu. Auf der anderen Seite mit Heroku und Google Cloud habe ich auch schon gearbeitet. Das ist halt einfach ein anderes Konzept. Ich habe deploy wirklich den Applikationsserver als Container und ja, kümmert mich eigentlich nicht um mehr und bekomme eigentlich von der Plattform relativ viel Infrastruktur, Logging, Monitoring oder auch der ganze Deployment-Prozess. Zum traditionellen Hosting ist der typische Stack, der in der Django-Welt sehr oft und gern genutzt wird, ist eben Nginx, JUnicorn, Postgres und Redis eventuell dazu als Powerhorse. Nginx oft ganz vorne, die statischen Dateien noch ausliefert, beziehungsweise auch zum Proxy, als Proxy zum JUnicorn. Das hat den Vorteil, dass der JUnicorn oder die Ressource, der Applikationsserver, meistens mehr Ressourcen verbraucht, auch für statische Dateien ausliefern, wie Nginx. Die sind relativ optimiert auf das. Und ein weiterer Vorteil ist, ich habe typischerweise bei JUnicorn, je nachdem wie viele Ressourcen ich habe, Beispiel jetzt WebFaction, wenn man 1 GB hat, kann man typischerweise zwischen 20 und 30 Worker laufen lassen und sobald ich 30 Connections dann irgendwie offen habe und die Abfrage machen und offen halten, werden die 30 blockiert. Wenn ich Nginx davor schalte, dann hält Nginx die Connection so lange offen und sammelt die Daten zusammen, macht dann eine kurze Anfrage an den JUnicorn im Hintergrund und liefert dann aus. Das heißt, ich habe die Worker mit einem Frontend-Server viel kürzer blockiert, was vor allem auch einen Unterschied machen kann in der Praxis, wenn ich Mobile Clients habe und die irgendwie schlechtere Connections haben, habe ich mit Nginx einen schönen Proxy davor und habe eigentlich die Ressourcen besser ausgenutzt. Weitere Empfehlung eben für traditionelles Hosting ist auch nur, dass man irgendeinen Prozessmonitor installiert, der Supervisor, die sehr beliebte Variante im Python-Kontext. Und
ja, Shared Hosting, da auch nur eine kleine, kleine Seitenrechnung. Typischerweise bekommt man auch mit irgendwelchen, also WebFaction zum Beispiel als Shared Hosting-Anbieter, relativ viel Performance raus, wo man, ja, also Performance sollte typischerweise nicht der Grund sein, warum man zu einem... Redis ist ein Key-Value-Store und da kann man Datenstrukturen ablegen. Also es ist eigentlich kann man als Cache verwenden, wo man Daten ablegen kann, die man ganz schnell wieder zurück... Also im Vergleich zu einer Datenbank ist das viel schneller, wenn ich einzelne Daten wieder zurück abfrage. Es ist aber... Redis ist in der Django-Welt relativ gut. Also es gibt zwei Use Cases, für die ich regelmäßig einsetze. Erstens, wenn ich einen asynchronen oder asynchrone Prozessor habe, irgendwas, was länger läuft, typische Video-Enkodieren, das im Hintergrund laufen sollte, dann mache ich das nicht im Webprozess, sondern der Webprozess gibt einem asynchronen Worker den Auftrag, das zu rendern. Und die kommunizieren dann typischerweise, oder da ist Redis das Backend, das über das die Queue läuft. Anderer Fall, wo man Redis auch sehr leicht verwenden kann, ist eben beim Caching. Ich speichere einfach ein Zwischenergebnis wo ab und hole es mir wieder zurück. Und das Schöne bei Redis ist eigentlich, dass es für mehrere Anwendungsfälle sehr gut funktioniert und man nicht sehr fragmentiertere Infrastruktur braucht, sondern man holt sich einmal Redis rein und kann es für viele Anwendungsfälle nutzen. Genau, da. Das ist vielleicht auch noch, geht jetzt auch wieder ein bisschen unter in der Link. Bei der JUnicorn-Dokumentation gibt es auch einen schönen Link dabei, wie man das in Kombination mit Nginx deployen kann und auch Konfigurationsbeispiele, wie es zu verwenden ist. Ja, Platform as a Service. Heroku jetzt in meinem Vortrag als Beispiel genommen. Typischerweise der Unterschied ist der, ich habe wirklich nur den Applikationsserver zu betreuen und den Rest hole ich mir, stöppelt ihn mir zusammen oder bietet mir die Cloud an sich an. Das heißt, das, was ich typischerweise mit Nginx nachbilde, kann typischerweise Cloud-Anbieter abwickeln. Ich brauche mich um Postgres nicht kümmern. Ich kümmere mich wirklich nur darum, dass die Applikation läuft und die Applikation ist in dem Fall auch immutable und disposable. Das heißt, ich darf nicht davon ausgehen, dass wenn ein User ein File hochlädt, darf ich mir das nicht in meinen lokalen Applikationsserver einfach nur im Dateisystem ablegen, weil der Plattform as a Service Betreiber typischerweise den einen Prozess oder die eine Instanz auch jederzeit killen kann und somit wäre die Datei weg. Das heißt, da muss ich drum herum arbeiten oder speziell das berücksichtigen. Da gibt es zum Beispiel für einen Upload gibt es Django Storages, das im Hintergrund dann das hochgeladene File in AWS, Amazon S3 oder ja, wie auch immer die anderen Anbieter, die haben eh alle die gleiche Schnittstelle. Das heißt, da kann ich mir auch einen Cloud-Anbieter suchen, wo ich die abgeloadeten Files dann hochlade. Ja. Die Applikationsinstanz ist eben nicht persistent. White Noise ist auch noch ein cooles Package, das im Heroku-Kontext oft genutzt wird, was theoretisch auch bei traditionellen Servern genutzt werden kann. White Noise ist einfach optimiert fürs Ausliefern von statischen Dateien. Das heißt, da bräuchte dann den Nginx eben nicht mehr, sondern das Package kümmert sich darum und liefert schnell und optimiert Dateien aus. Ja. als Beispiel jetzt auch von Deployment ist eben typischerweise diese Plattformen. Das ist ein Fehler drin. diese Plattformen liefern vom Deployment aus ja angenehme Umgebung. Zurück, typischerweise brauche ich dann nur immer Git Push machen und im Hintergrund laufen einen Haufen Skripten automatisiert ab, die auch schon Django-Applikationen typischerweise erkennen, beziehungsweise dann eben auch dieses Collect Static und ein paar andere Befehle dann automatisch auch aufrufen. Ein anderer Vorteil, jetzt nur beispielhaft, eben bei Heroku habe ich auch eben viele schöne Monitoring-Graphen, wo ich genau sehe,
ob jetzt mit den Ressourcen, die ich eingestellt habe, ob ich da irgendwelche Ausreißer habe und ob sie irgendwas nicht ausgeht und irgendwas, ja, ob ich ein Problem habe, lässt sich daran leichter erkennen, während ich beim traditionellen Hosting mir das alles selber zuerst überlegen muss. In Bezug auf Monitoring und Fehlererkennung dergleichen hat Django auch ein sehr nettes Anfänger-Feature, mit dem ich eigentlich, oder das, wie ich mit Django begonnen habe, was ich relativ cool gefunden habe. Man kann sich automatisiert, wenn ein End-User einen Fehler sieht, kann, wenn man einen E-Mail-Server konfiguriert und eben über Admins eine E-Mail-Adresse angibt, kriegt man, sobald man in Produktion ist, automatisch per E-Mail Error-Reports zugeschickt, was eben relativ cool ist, auch wenn man Prototypen baut und der Kunde testet es durch und du siehst eigentlich sofort, wenn sie irgendwo noch ein Problem kriegt, den ganzen Stack-Trace dazu, schaust du das an, kannst das auch noch gleich fixen und hast eigentlich so viel bessere Fehlermeldungen, wie typischerweise ein Endkunde dir liefern würde. Ein guter Tipp ist generell auch wieder aus Organisationssicht, solche E-Mail-Adressen dann eben irgendwelche Forwarding-E-Mail-Adressen einrichten, wenn es ein Tech-Team gibt, selbst wenn das Tech-Team nur ein Mann groß ist, irgendein tech@diefirma.com und die forwardet dann auf persönliche Adressen. Hat den Vorteil, dass dann leichter skaliert, wenn zusätzliche Leute dazukommen. Und ja, Nachteil von dieser E-Mail-Reporting-Geschichte ist, dass sobald man in Produktion geht, wird man sich relativ schnell die Inbox zuspammen. Passiert praktisch sehr häufig, wenn ein Google-Crawler oder so die Seite besucht und man hat irgendeinen kleinen Fehler und der besucht und besucht und besucht und die Inbox wird immer voller. Alternative wäre eben, dass man entweder ein Hosted-Service, ein gutes, das auch auf Django basiert, das ist Sentry. Da hat man ein schönes Webinterface und kann die Fehler so besser analysieren und braucht es nicht in der Inbox zusammensuchen. Aber Startpunkt ist eben auch schon mal eine tolle Erweiterung zu anderen Frameworks. Auf der anderen Seite ist eben Logging auch ein wichtiges Thema. Empfehlung ist, Logging einbauen in eigenen Code. Das kann einerseits zum Debuggen sein, auf der anderen Seite auch, dass ich irgendwelche Audits im Nachhinein machen kann und weiß, wer wann die Seite besucht hat. Typischerweise braucht man beim Logging, konfiguriert man es so, dass man einfach auf Standard-Out rausschreibt und das taucht dann mitten so im Webprozess ohne große Konfiguration auf. Man kann das dann nur aufdröseln über Konfiguration, aber typischerweise das einfachste Setup, was am Anfang einmal gut funktioniert, ist auf Standard-Out rausschreiben und schauen, dass man den Webprozess dann in Logfiles hinein kanalisiert und das dann irgendwie managt über normale Logging-Linux-Mechanismen. Dazu auch wieder die zwei Links. Bei Python Guide gibt es auch gute generelle Infos über Python Logging und bei Django dann auch noch ein eigenes Kapitel über Logging. Kurz, der zweite Task, den wir noch offen haben, ist, dass wir wirklich einen Sign-up-Prozess durchführen. Das sollte dann eben so ausschauen, dass ich in meiner einfachen Demo, dass ich eine E-Mail sammeln will, die auch validiert wird, wo eine valide E-Mail-Adresse eingegeben werden soll und ich drücke Submit und komme dann auf eine Success-Seite. Wie schaut das im Django aus? Ich definiere mir ein Modell. Ups. Ja. Ich Eingangsklemme. Hört sich nicht gut an. Ich definiere mir ein Modell und auch das entsprechende E-Mail-Feld dazu. Das wird dann im Hintergrund auch in einer Datenbanktabelle automatisch angelegt und ich brauche mir eigentlich um die Datenbank
Queries an sich nicht kümmern, da gibt es ja ORM dazu. Es gibt einen eigenen Layer dazu, der man auch Migrationen macht. Das heißt, immer wenn ich in meinem Code ein neues Feld dazufüge, kann ich Make Migrations machen und es wird im Hintergrund in einem eigenen Folder eben dokumentiert, welche Änderungen ich gemacht habe. Und dann rufe ich auf Manage Migrate und dann werden Änderungen an der Datenbank durchgeführt. Das Ganze ist extrem nützlich, eben wenn man in einem oder in einem Team arbeitet. Wenn ein Kollege fügt irgendwelche Felder dazu, pusht seine Änderungen ins Repository, ich ziehe es runter und brauche mich eigentlich nicht darum kümmern, was der geändert hat, sondern rufe einfach nur noch einen Pullen Manage Migrate rauf auf und habe wieder eine aktualisierte Datenbank. Ja, und beim Deployen auf Produktion ist das natürlich auch ziemlich wichtig, dass ich automatisiert deployen kann. Ich brauche nur Manage Migrate irgendwo in meinem Deployment-Skript drinnen haben und ich bekomme eine aktuelle Version. Das funktioniert in der Praxis, wenn es ein bisschen komplizierter ist mit dem Datenbank-Schema und so. Ja. Das skaliert auch zu komplex sein. Ja, also es war... ich weiß nicht, wie lange das Feature, es war zuerst nicht Core-Feature und da war es noch ein bisschen hackischer, aber es gibt jetzt schon auch einige Jahre, oder Fabian, weißt das du? Ja. Es gab South am Anfang und dann hat sich daraus, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall schon, gibt es über mehrere Jahre hindurch schon eigentlich das Feature an sich und ist eigentlich sehr stabil, ist also einen kompletten Rewrite gegeben, funktioniert da jetzt mittlerweile eben super mit. Mit Git Repository, weil du typischerweise das trackt mit, wenn ein neues Migration-File dazugelegt wird, bekommt es eine Nummer, die noch aufzählt. Und das Problem, das ursprünglich SAUF auch gehabt hat, oder generell bei so einem Konzept, ist, wenn der eine Developer entwickelt in seinem Feature-Branch, der nächste in einem anderen, und jeder macht eine neue Migration, kriegt die alle die gleiche Nummer. Und da haben sie jetzt auch sogar einen Mechanismus, dass das auch relativ unproblematisch funktioniert. Also wenn es Probleme gibt, funktioniert es super eigentlich, dass es dann durch den Prozess durchführt und sagt, da gibt es ein Problem, willst du das merchen, wie willst du das merchen? Und es sind auch die Migrationsfiles an sich relativ gut lesbar. Also ja, ich kenne es bei keinem anderen Framework, das eben so gut löst und eigentlich auch so praktikabel. Ja. Auch ein uralt Feature von Django ist das Admin-Interface. Das ist auch ein Ding, das es schon ewig gibt. Das generiert mehr oder weniger automatisch aus diesen Models auch ein User-Interface, das man intern als internes Tool verwenden kann, um die Daten, die man schon mal in seiner Applikation hat, nochmal zu sehen, auch zu verändern. Bei unserer Demo jetzt kurz als Beispiel will ich auch, dass ich eben die Signups dann im Django Admin Interface mir anschauen kann. Da ist was dazwischen gekommen. Die Folie ist leider rausgeflogen, wo die Konfiguration drinnen ist. In meinem Repository ist auf jeden Fall drinnen die Konfiguration. Es gibt ein Admin-PY-File und da kann man mehr oder weniger, braucht man nur angeben, dass dieses Modell bitte im Django Admin vorkommen soll und schon bekommt man eben das Interface ziemlich automatisch. Und man kann auch das Interface über diesen simplen Use Case ziemlich stark anpassen. Persönliche Erfahrung ist aber, dass man es eher als internes Tool oder dass man es nur als internes Tool verwenden soll und nicht irgendwie einen Endkunden natürlich. Und es passiert oft in Projekten, dass das dann immer mehr aufgebohrt wird und zu einem richtigen Monster. Für das ist nicht gedacht, glaube ich. Zur Formvalidierung von dem Sign-up-Formular schaut dann so aus, in Sign-up-Forms definiere ich eine User-Form und definiere, das kommt vom, oder soll sie die Daten abspeichern im Sign-up-User-Model und soll als einziges Field das E-Mail-Feld anbieten. In der View schaut es dann so aus, ich
übergebe dem Formular, das ich eben definiert habe, den Request, also die Post-Daten oder eben nichts. Wenn das leer ist, schaue, ob es valide ist und speichert die Daten dann, wenn es valide ist und redirecte auf der Success-Seite. Wenn es nicht valide ist, beziehungsweise im Standardfall, liefert ihr einfach das Sign-up-HTML-Formular raus. Das HTML-Formular schaut so aus, im einfachsten Fall, dass ich wirklich auch nochmal das Formular, das ich jetzt eben gerade produziert habe und als Kontext übergeben habe, rausrendere. Und ich sollte dann CSRF-Token einbauen. Wenn ich das mache und nicht irgendwie absichtlich deaktiviere, bietet Django eben automatisch auch einen Schutz gegen Cross-Site-Request-Forgery-Attacken an. Und generell habe ich auch den Vorteil, wenn ich, sobald ich mich an dieses Form-Konzept irgendwie halte, bin ich geschützt für irgendwelche SQL-Injection-Attacks und brauche mir eigentlich security-mäßig über validen Input auch nicht mehr besonders viel Gedanken machen, beziehungsweise nimmt es mir viel Arbeit ab. Mehrere Sprachen ist auch oft ein Thema. Da bietet Django eben, baut auf die Python bzw. GNU-Funktionalität. Da gibt es Po-Files, das sind einfach Textfiles, wo der Ursprungsstring mit übersetzten String nach der Reihe runtersteht. Ja. Und darüber hinaus hat Django eben auch nur Funktionalität, die man einplagen kann, die wirklich dann auch vom Browser entweder die Sprache ausliest, beziehungsweise wenn es der User schon aktiv anders gesetzt hat, eben vor der Session. Das heißt, ich brauche mir im ersten Schritt eigentlich nur daran halten, dass ich im Python-Code überall die Strings, die irgendwie übersetzt werden sollen, so kennzeichne. Das ist eben der Trick. Also UGetTextLazy ist die Funktion, die da verwendet wird und das ist einfach, dass er Kürzel wird. Und im HTML-Code gibt es einen ähnlichen Tag, Trans-Tag bzw. Block-Trans gibt es auch noch und so kennzeichne ich die Strings. Was dazu führt, dass sobald ich alle Strings gekennzeichnet habe, kann ich mit MakeMessages alle Strings aus dem Quellcode in eben so ein Profile holen und mit das Profile übergebe ich dann typischerweise an den Übersetzer, der übergibt mir seine geänderte Version zurück und ich rufe nochmal Compile Messages auf und bekomme eine Version, die direkt im Applikationsserver dann ersetzt wird, wenn die richtige Sprache gesetzt wird. Das ist jetzt sehr high level eigentlich die Funktionalität von Multilanguage, die eben von Django angeboten wird. Ich wollte das nur kurz anreißen, dass das eben auch gibt, dass es gut funktioniert. Meiner Erfahrung nach ist es aber auch so, dass bei Auftraggebern oft gewünschtes Feature ist, dass aber oft in der Praxis dann auch an den vielen, oder dass einfach der Übersetzungsworkflow an sich jetzt unabhängig von der technischen Umsetzung oft und schnell vernachlässigt wird und dann haben wir auch irgendwelche, wenn man viele Sprachen hat, werden oft die anderen Sprachen dann schnell vernachlässigt, sagen wir es so. Ja, zu dem Übersetzungsworkflow, da habe ich auch noch zwei Tipps dazu. Da gibt es zwei Webservices, die ich schon in der Vergangenheit genutzt habe und die relativ gut funktionieren. Die helfen mir dabei, wenn ich das Profile habe, dass der Content Editor oder der Übersetzer nicht wirklich aufmachen muss in einen Text Editor und da herumschreiben muss, sondern wirklich ein Webinterface bekommt, wo er eben das editieren kann, wo dann auch mehrere Leute irgendwie an der Übersetzung arbeiten kann und ich den Workflow irgendwie besser hinkriege wie über E-Mails. Da ist Transifex ein super Service, beziehungsweise Google Translator Kit gibt es auch eine Gratis-Option, die auch mit Profiles arbeiten kann. Und da sind unten auch wieder die Links. Letzter Schritt ist, ich will eine API bauen. Django gibt es mehr oder weniger ein sehr beliebtes Modul, das REST Framework heißt und das mir wirklich so Browsable API auch anbietet, wo ich auf der einen Seite mit durchklicken kann und schauen, wie schaut die API aus. Ich habe sogar da unten Formulare, die mir erlauben, Abfragen auf die API über
über Webformular durchzuführen und da irgendwie als Webentwickler auf der anderen Seite von der API mich mit der Technologie und mit der Schnittstelle beschäftigen kann. Für unser Beispiel möchte ich im Konsolen-Output oder Output ein Textfeld mehr oder weniger an die API schicken. Ich möchte, dass automatisch der User, der das geschickt hat, mitgeloggt wird in dem Datenbankeintrag und ich möchte, dass der aktuelle Timestamp geloggt wird. Wie bekomme ich das hin? Erstens, ich lege mir wieder ein Model an, das ist eben Standard Out. Das soll die Daten enthalten, die eben geschickt werden. Owner ist der User, der es angelegt hat und created. Da ist das Default-Feld gesetzt. Soll immer auf das, sobald das Console-Log erzeugt wird, wird die aktuelle Zeit in das Feld reingespeichert, immer automatisch. Also das macht dieses Default. Das heißt, die erste Anforderung habe ich da schon erfüllt. Dann definiere ich, ähnlich wie die Form-API, gibt es auch bei diesem REST-Framework eine sehr ähnliche API, die man definiert, ich will für dieses Modell eine API-Schnittstelle bauen und die soll Daten dafür rendern oder Daten dafür annehmen. Ich möchte nur, dass das Feld Standard Out validiert wird und ja, da wäre eigentlich dann noch die API-Schnittstelle dazu. Und die kann ich, also das waren jetzt die ganzen drei Schritte, die ich nur machen muss, damit ich eben einen API-Aufruf machen kann, der dann so ausschaut. Also da mache ich einen Post mit JSON, einer JSON-Datenstruktur, die das Feld Standard Out hat und habe auch eine Token-Authentifizierung, das habe ich jetzt mit XXX ausgekennzeichnet, aber ich habe da einen Token-Mechanismus dahinter, den ich mir über Django Admin freigeben kann oder neue Tokens erstellen kann für den User. Jeden Token ist ein User zugeordnet und über das funktioniert da in dem Beispiel das automatisch. Über einen Token erkenne ich den User und speichere mir den User dann dazu in die Datenbank. Man sollte HTTPS verwenden. Stimmt. Ja. Letzter Teil auch noch von meiner Präsentation. Aufgabe ist auch oft, also der erste Teil war ja so, dass ich eigentlich als Content Editor nicht wirklich mit unserem System oder die Landingpage verändern kann. Ein System, das mir, mit dem ich in den letzten Jahren schon ein paar Projekte umgesetzt habe und das eigentlich ein super CMS im Django-Kontext ist, ist Wagtail. Ich werde da jetzt auch nur das ganz schnell streifen, weil wir schon ziemlich am Ende der Zeit auch sind. Ja. Ja. Wie aus anderen CMS in der PHP-Welt gewohnt, habe ich da oben eben auch so eine Tree-Navigation, kann mich da durchnavigieren und kann eigene in jedem Level eigentlich auch neue Seiten ablegen, beziehungsweise ist jeder Ordner auch eine eigene Seite. Über diese Tree-Navigation ist dann auch der Pfad immer gleich vorgegeben. Typischerweise das Standardfeld hat eben, oder in der Standardkonfiguration hat Wagtail eben einen Title und einen Body. Das ist das VisiWig-Feld dazu, was auch sehr minimalistisch gehalten ist und aus meiner Sicht schön. Ich habe einen super Image-Editor auch dabei. Mit Tagging kann man über Wagtail auch die Bilder richtig zusammenschneiden lassen fürs Template. Also Basis fürs Wagtail-Programmieren ist auch wieder das ganze Django-Framework. Das heißt, wenn ich einen Template-Typ bauen will, baue ich mehr oder weniger Django-Model. Das heißt, das ganze Know-how, das ich mit Django schon habe, übernehme ich einfach in das Wagtail-CMS. Und was sehr schön eben auch ist,
ist ähnlich zum Zen auf Python, hat Wagtail auch so ein paar Grundregeln festgelegt, die das relativ gut widerspiegeln, wie das CMS auch aufgebaut ist. Es ist absichtlich nicht so ein CMS, wie es eben Typo 3 oder WordPress oder viele andere CMS ist, wo man wirklich das startet und man bekommt sofort irgendwie ein Interface, wo man sich über Plugins und dergleichen sich dann sein Interface nur zusammenändert. Expect to write code ist der Claim aus meiner Sicht, der das relativ gut trifft. Always wear the right hat. Wagtail, das Wagtail-Konzept geht stark davon aus, dass es eben einen Content-Author gibt. Der sollte das Admin-Interface benutzen und es gibt Entwickler und Designer, die sollen mit ihren Tools arbeiten und sollen eben mit Git arbeiten, sollen mit ihrem Python-Editor arbeiten und nicht in irgendeinem Web-Browser. Ja. Es gibt ja auch Django-CMS, oder? Ja. Wie ist das zum Vergleichen dann? Ich finde, das ist jetzt wieder eben dieser persönliche Meinungsteil. Ich tue mir mit dem viel leichter und ich finde, dass eben diese Grundaussagen bei Django CMS ist, ja, persönlicher Geschmack. Also ich mag Wagtail viel lieber und es ist viel näher an dem dran, wie ich ein Standard-Django-Projekt strukturiere, dass ich mir da leichter tue, einfach reinkommen. Ja. Ich weiß nicht, Django CMS hat eine Zeit lang auch unbedingt versucht, so Live-Editing-Funktionen einzubauen, dass ich da auf der aktuellen Webseite Texte austauschen kann. Weiß ich nicht, ob sie das noch immer machen. Das war zumindest der Zeitpunkt, wo ich aktiv auch Wagtail gefunden habe und wo mir das eben besser gefallen hat. Das war eben, ist auch eben ein so ein Grundsatz, wenn ich Content für ich als Programmierer oder ich als Wagtail CMS-Programmierer sollte schauen, dass ein Content-Editor, wenn er Content eingibt, sich wirklich nur um einen Content-Gedanken machen muss und nicht sich überlegen muss, wie es ausschaut. Und der Grundsatz, finde ich, ist relativ gut getroffen bei dem ganzen CMS. Ja, jetzt komme ich so ein bisschen in den Teil, wo ich keinen Code mehr zeigen werde. Und was aus meiner Sicht so Argumente sind, warum Django eben ein super System ist und die aber jetzt nicht hart belegbar sind. Erster Punkt natürlich ist Open Source. Es ist die Community extrem cool. Wer schon mal auf einer Django-Konferenz war, wird das sicher bestätigen können. Wer noch nicht, dem sei dies auf alle Fälle ans Herz gelegt. Es sind die Leute extrem nett und freundlich, auch die Core-Entwickler. Es ist der ganze Release-Zyklus von Django ist extrem gut dokumentiert, extrem sauber. Ich habe alle 2 Jahre, glaube ich, eine LTS-Version, die 3 Jahre lang supportet wird. LTS-Version heißt, ja, dass 3 Jahre supportet wird. Das ist recht sauber und man bekommt eigentlich, ja, von den Updates funktioniert das super gut, dass nie irgendwas gebrochen wird. Security ist ein großes Thema. Aus meiner Sicht ist auch jetzt mit dieser neuen EU-Verordnung wird das sicher auch noch ein viel größeres Thema für Unternehmen, dass wenn ich nachlässig bin und auch aus meiner Sicht nicht Updates rechtzeitig einführe, könnte es dann auch wahrscheinlich zu Geldstrafen in weiterer Folge mal führen, je nachdem wie es exekutiert wird, aber es gibt auf jeden Fall sicher da jetzt mehr finanzielle Anregung auch auf Security Wert zu legen. Da finde ich im Allgemeinen hat Django einen sehr guten Ruf, auch unter Security-Experten. Es bietet sehr viel an. Von der Dokumentation allgemein, es gibt schon seit jeher großartige Dokumentation beim Django-Projekt dabei. Mittlerweile ist eben sehr viel auch und man findet sie vielleicht nicht immer ideal zurecht, aber aus meiner Sicht, wenn man es die Zeit nimmt und das wirklich durcharbeitet, was auf der Django-Seite wirklich angeboten wird, wird man auf jeden Fall einiges lernen und auch bessere Webentwickler werden und es wird eben sehr stark auf Best Practices eben immer hingetrieben. So als leichtes Argument auch, es ist eine sehr stark genutzte Technologie, das ist wahrscheinlich auch vielen gar nicht so bekannt.
Instagram ist eins sicher von den größten Plattformen, die auch auf der DjangoCon selber einen Talk gehabt haben, wo sie gesagt haben, sie verwenden mehr oder weniger nur immer den gleichen Django-Stack, haben natürlich datenbankmäßig und rundherum relativ viele Dinge ausgetauscht, aber wirklich das, die Django-Applikation ist nur immer sehr nahe an dem, was sie ursprünglich entwickelt haben. Dropbox, Bitbucket, Pinterest, ja, lauter riesige Tech-Firmen, die eben Python und Django im Einsatz haben. Auch in der ja, Open-Source-Welt mit Canonical, Mozilla und. Es gibt eine coole, oder ihr werdet da jetzt, es gibt viele Open-Source-Projekte, die eben Django auch verwenden. Ich habe da jetzt exemplarisch drei herausgegriffen. Wagtail Demo ist auch, wenn man sich mit Wagtail beschäftigen will, das ist direkt von der Firma auch oder vom Wagtail Core-Projekt die Demo, mit der man leichter eine Seite zusammenbekommt und sehr durchklicken kann. Sentry ist das Error-Monitoring-Tool, das ich kurz angesprochen habe, und OpenStack hat eigentlich auch viele Komponenten, die mit Django laufen und Web-Frontend anbieten. Allgemein, Python wird immer beliebter, allgemein. Es wird in der Systemadministration eingesetzt, bei Datenmanipulationen, Pandas, Jupyter, wie auch immer Node-RED-Frameworks dazu heißen. Machine Learning ist, glaube ich, jetzt auch ein Riesentreiber in Richtung Python. Und aus meiner Sicht ist es eigentlich deshalb auch ein gutes Argument für Django, dass man, wenn man da irgendwie das beeinflussen kann oder Thema hat, dass man da das Know-how wahrscheinlich wieder nutzen kann oder zumindest alle wieder nutzen kann, wenn man alle den gleichen Stack verwendet und sie irgendwo spezialisiert hat. Ja, und zu guter Letzt, bei uns gibt es auch eine kleine, aber feine lokale Community. Es gibt unser Meetup, es gibt die Python-User-Gruppe in Wien, es gibt unten auch die PyDays, die jährlich veranstaltet werden. Ja. Das war's. Und ja, vielleicht sehen wir uns am 19. Juni, nächstes Meetup in Wien. Das ist im Stockwerk des Coworking Space bei der Nähe Gumpendorfer Straße, U-Bahn-Station. Danke.